Wir dürfen uns jetzt auf die Predigt freuen, auf das, was Gott uns sagen möchte. Wir haben jetzt ganz intensiv gesungen, sieh, dein König kommt zu dir. Ja, da haben wir uns richtig reingelegt in diesen Text, Tochter Zion. Und dieser Bibelvers, der ist ja genau aus unserem Predigttext. Du Tochter Zion, freue dich sehr, dein König kommt zu dir. Wir haben heute am Anfang hier vorne ein Bild gesehen, was ich gestern Morgen aufgenommen habe, wo der Sonnenaufgang zu sehen war über dem Flugplatz und über den Taunushöhen hier hinten. Und wir alle warten auf den Tag, wo unser König wiederkommt. Ja, wo wir als Gemeinde Jesu Christi erfahren, sieh, dein König kommt zu dir. Aber es ist auch so, dass wir, obwohl wir auf diesen großen Tag warten, jeder für uns auch wissen dürfen, dieser selbe König, der eines Tages auf diese Erde zurückkommen wird, wenn dieser große Sonnenaufgang der Weltgeschichte sein wird, dieser selbe König, der will jetzt schon zu mir, ganz persönlich, in mein Herz kommen. Und jetzt will ich mal fragen, was macht uns denn da drin so gewiss, dass wir das auf uns beziehen können, dass ich sagen kann, siehe, dein König kommt zu dir. Da kann jeder seinen eigenen Namen einsetzen. Was macht uns so gewiss an diesem Bibelvers? Zunächst von den vier Gründen, die ich da anführen möchte, ist zuerst dieses kleine Wort dir. Zweite Person. Gott ist nämlich ein Gott, der sein Volk immer wieder in dieser zweiten Person anspricht. In der alttestamentlichen Bundesformel sagt Gott immer wieder, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Gott ist jemand, der zu uns Menschen grundsätzlich Beziehung haben möchte, der zu uns kommt. Und ich glaube, so wie Gott uns Menschen gemacht hat, ist das auch ganz, ganz wichtig, dass Gott gerade auf dieser Beziehungsstrecke zu uns kommt. Denn mal ganz ehrlich, uns interessieren doch eigentlich immer sehr stark die Menschen, die sich an uns mit irgendeinem Anliegen wenden. Das ist uns doch ganz wichtig. Ich nehme das zum Beispiel manchmal beim Telefon wahr. Ja, dass es manche gibt, oh, das Telefon hat geklingelt. Ja, und mancher kann das Telefon einfach nicht klingeln lassen, auch wenn er in einem wichtigen Gespräch ist, weil irgendjemand will ja jetzt etwas von mir. Merken Sie, wie wichtig das ist für uns, wenn jemand was von uns will. Oder für andere ist es wichtig, wenn Sie nach Hause kommen Sie kommen vom Einkaufszentrum mit zwei schweren Taschen. Was machen Sie? Sie tun unbedingt noch den Briefkasten leeren, ja, den Einkauf irgendwo verstauen, um zu gucken, hat mir jemand geschrieben? Hat sich jemand an mich gewendet? Ja, habe ich von jemandem eine Beziehungsnachricht bekommen? So wichtig sind Beziehungen für uns. Und für die jüngeren Leute unter uns, da passiert es auch schon mal, die kommunizieren ja manchmal ständig mit ihrem Handy. Haben Sie schon gesehen, wo junge Leute dann mit Handy kommunizieren, mit anderen durch die Gegend laufen? Da gibt's so eine WhatsApp, wo man das machen kann. Und dann passiert's auch schon mal, dass dann der Schulranzen im Schulbus stehen bleibt, weil man ja ständig beim Kommunizieren ist und beim Beziehungspflegen ist. Wir merken also, wenn jemand zu uns eine Beziehung eingeht, ist das für uns Menschen total wichtig. Und so persönlich kommt nun unser Gott zu uns. Und das nicht nur per Telefon, auch nicht nur per Post, also nicht nur per Bibel, sondern Gott kommt sogar persönlich auf diese Erde in Jesus Christus. Er kommt zu uns. Der Messias-König, der kommt zur Türe dieser Welt herein. Der Messias kommt durch die Türe des Volkes, mitten in sein Volk. Wir haben ja bei unserem Musical hier vorne gesehen, wie diese Türe aussieht, ja. Diese Türe, durch die Gott zu uns in unsere Welt, in unser Menschsein hineingekommen ist, das ist die Krippe. Diese Krippe, diese gezimmerte Krippe, das ist die Türe, durch die Gott zu uns persönlich in diese Welt kommt. Und so können wir sagen, Gott ist immer ein Gott der Beziehung. Er möchte zu uns kommen. Und wenn wir dann sagen, dein König kommt, er kommt zu dir. Zu dir persönlich möchte dein Gott kommen. Zu dir, um wieder auf unseren Text zurückzukommen im Alten Testament, zu dir, kleinem Völkchen Israel. Und da kommen wir zum zweiten Grund, warum wir diesen Text auf uns persönlich beziehen können. Zu wem hat denn Gott hier gesprochen? Zu einem ganz kleinen Völkchen, ja, was da am Mittelmeer
gelebt hat in Palästina. Gott hat einer winzigen Siedlung am Jordan, eine Siedlung Menschen, die Brüche und Risse hatten. Dieses Volk Israel war geschunden, als es aus dem Exil wieder zurückgekommen ist. Es war an vielen Stellen kaputt, vieles musste aufgebaut werden. Dieses Volk hatte gerade die letzten Risse hinter sich, hatte noch viele Wunden von seiner Vergangenheit. Und diesem Volk, sagt Gott, dein König kommt zu dir. Also auch wenn wir in unserem Leben solche Risse und solche Wunden haben, uns manchmal klein und unbedeutend vorkommen, dann gilt das auch uns persönlich, dein König kommt zu dir. Und das Dritte ist, dieser König, der kommt tatsächlich. Es gibt ja manchmal so Spiele unter uns Menschen, also ernste Spiele meine ich. Kennen Sie das, wenn man sich mit jemandem so ein bisschen verkracht hat? Da wartet immer der eine auf den anderen, bis der auf den zukommt. Das ist dann gar nicht so einfach. Soll ich jetzt den ersten Schritt wagen oder warte ich drauf, dass der andere den ersten Schritt auf mich zumacht? Was macht unser König? Unser König Jesus Christus, der kommt auf uns zu. Er kommt zu uns Menschen. Wir müssen nicht erst Raketen bauen, um zu ihm zu gelangen. Als der erste Kosmonaut, so hieß das in DDR, Juri Gagarin, in den Weltall flog, hat man ihn gefragt, ja, hast du Gott gesehen und so. Und das war dann die große kommunistische Siegesbotschaft. Ich habe keinen Gott gesehen, ja. Wir würden auch nicht finden, weil Gott hat uns nicht beauftragt, Raketen zu bauen, um ihn zu finden, sondern er hat gesagt, ich bin doch längst in diese Welt hereingekommen. Und er kommt zu dir. Du musst ja nicht erst in deinen Gedanken eine philosophische Leiter bauen, dass du dich irgendwie in die Sphären Gottes emporhangeln kannst, sondern er ist zu dir schon gekommen. Und er kommt zu dir, du musst ihn nicht damit bestechen, um ihn buhlen, dass er ja auch zu dir kommt, dass du den Zuschlag bekommst, dass er zu dir kommt. Wenn die Bundeskanzlerin zum Beispiel eine Reise macht, ja, dann wünschen sich viele Orte, dass sie in ihre Ortschaft kommt. Ja, die soll doch auch mal zu uns kommen. Ja, bei Gott wissen wir, er hat das organisiert, dass er zu jedem von uns kommt. Er tut den ersten Schritt. Als wir in Triebenwillershagen an der Ostsee unsere Neulandmission hatten, war das in einem Ort, der schien ziemlich unbedeutend. Triebenwillershagen hieß der. Und einige hatten schon gesagt, wie kann man denn auf so einem kleinen Dorf überhaupt so einen Jugendclub machen, so eine Mission von einer Kirche. Und nach etlichen Jahren hat sich Folgendes zugetragen. Dieser kleine Ort gelangte weltpolitische Bedeutung für ein Wochenende. Nämlich genau dort hat Angela Merkel mit George Bush zusammen gegrillt. Ja? Und das heißt, die beiden, ja, die sind an diesen Ort gekommen. Wir haben sie ja nicht eingeladen, sondern die sind in unseren Ort hereingekommen. Und wir wussten von Anfang an, als wir dort angefangen haben zu arbeiten, wir sind an einem wichtigen Ort. Und wisst ihr, du bist so ein persönlicher Ort. Du bist ein Ort, zu dem Gott persönlich kommen möchte. So wie die beiden Staatsleute in dieses Dorf gekommen sind. Das ist der ganze Grund, ja, wir haben nichts dran machen können, die sind einfach gekommen. Ja, wir haben das ja nicht organisiert. Und genauso wenig können wir es organisieren, dass unser Gott zu uns kommt. Der ist schon gekommen und es ist seine Entscheidung. Wir hätten nicht im Traum daran gedacht, dass die beiden Mächtigsten der Welt da einmal Krustenstücke einer Wildsau abgeschabt bekommen und an dem Feuer unseres Dorfes sitzen. Und vielleicht geht es dir ganz genauso. Du wagst manchmal im Traum gar nicht dran zu denken, dass der König der Welt bei dir einzieht, zu dir hinkommt. Aber er ist bereit dazu. Und der Prophet bestätigt dem Volk diesen Traum, er feuert sie in diesem Wunsch, in dieser Hoffnung an und sagt, ihr seid auf der Seite des Retters der Welt und er wird zu euch kommen. Und 320 Jahre später war es ja dann auch soweit mit dem Lichtfeuerwerk bei den Hirten auf dem dunklen Felde, war der Messias dann auf dem Boden genau dieses kleinen Volkes geboren. Er kam in die Welt, Jesus Christus.
27 Jahre später, Jesus Christus kam in die Stadt. Er zog in die Stadt Jerusalem ein, wie wir es bei Sacharja gelesen haben. Und 3 Jahre später, Kreuz, Auferstehung, Pfingsten, er kam in die Menschen hinein. Der König kommt zu dir, indem er sagt, wie wir es in Johannes 20 lesen, Friede sei mit euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Und das ist der 4. Grund, warum wir diesen König ganz persönlich für uns nehmen können. Dieser weitere Verlauf der Bibel, dass am Ende durch den Heiligen Geist, den Jesus uns gibt, der König in uns einzieht. Wir lesen Matthäus 28, Vers 20. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dieser König, der da einzieht, der ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Und noch präziser können wir das sogar lesen im Neuen Testament, was dieses bei euch des Königs bedeutet. 1. Johannes 1 steht, denn der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Der in uns lebt, dieser König, der zu uns kommt, der lebt in uns. Und Johannes 14, da lesen wir im Vers 23, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und was passiert dann? Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Der König nimmt Wohnung bei uns. Der König kommt zu dir. Siehe, dein König kommt zu dir. Wer jetzt genau zugehört hat, der hat festgestellt, hier ist eine Bedingung genannt, dass der König in unserem Herzen auch wohnt und einziehen kann. Nämlich, hier steht, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Das heißt, eine Beziehung zu unserem Gott, das ist eine anspruchsvolle Beziehung. Und ich denke, damit kommen wir zur zweiten Frage, nämlich, sind wir auch bereit, dass wir genau diesen König Jesus Christus, der sagt, ich möchte gern mein Leben in euch leben, wenn ich in euch drin bin, sind wir bereit, diesen König Jesus Christus auch in uns leben zu lassen? Ja, so, dass er in uns wohnen kann, dass wir ihn lieben und sein Wort halten. Und unser Bibeltext aus dem Sacharja, der gibt uns nun so 4 Attribute mit, wie dieser König ist. Und wir müssen uns jetzt mal vor Augen malen und mal überlegen, wollen wir wirklich, dass dieser König in uns leben kann? Liebst du diesen König, der in die Welt gekommen ist? Liebst du ihn mit den Eigenschaften, die hier genannt werden? Als erstes sagt nämlich unser Sacharja, er ist ein Gerechter. Ein Gerechter. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter. Jesus hat das in der Bergpredigt ganz deutlich gesagt, dass er der Gerechte ist. Ja, er hat gesagt, selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Matthäus 5, Vers 6. Jesus ist dieser Gerechte. Die Frage ist, bin ich bereit, seine Gerechtigkeit auch anzunehmen? Bin ich bereit, seine Gerechtigkeit zu leben? Und das geht in 2 Richtungen. Nämlich, bin ich bereit, Gerechtigkeit zu leben nach draußen, zu den anderen Menschen hin, die in meinem Alltag mir begegnen? Aber die zweite Frage steht genauso, bin ich auch bereit, seine Gerechtigkeit, seine Rechtfertigung, die er mir schenkt, für mich persönlich anzunehmen? Ihr Lieben, Jesus ist ein Gerechter. Und er ist bereit, uns immer wieder zu vergeben und immer wieder gerecht zu machen. Deshalb müssen wir selber uns nicht verurteilen. Deshalb müssen wir uns selber nicht mehr schämen. Wir dürfen stark sein in unserer Persönlichkeit, weil er uns stark macht. Jesus möchte keine Vernachlässigung unserer Umgebung, dass wir ungerecht zu den anderen sind. Er möchte aber auch nicht, dass wir uns selber vernachlässigen. Er möchte, dass wir uns durch ihn immer wieder auch gerecht sprechen lassen. Als Gerechter will er kommen. Dann steht hier, er kommt als Helfer. Jesus kommt als Helfer in dieser Welt. Wer die Passionsgeschichte gut kennt, Markus 15, der liest dort in Vers 31, dass die Leute über ihn gesagt haben, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Damit attestieren die Leute, dass Jesus dieser Helfer ist, von dem in Sacharja die Rede war. Ja, ein Gerechter und ein Helfer. Und ich denke, dass Jesus auch derjenige ist, der
uns helfen möchte in den Dingen, die uns betreffen und uns natürlich auch zur Hilfe für andere inspirieren möchte. Meine Zeitung, aus der ich jetzt was vorlesen wollte, die jetzt hier gerade fehlt auf meinem Pult, erzähle ich kurz aus dem Gedächtnis. Da hat vorige Woche eine große deutsche Zeitung, die Zeit, einen Bericht über einen Paketzusteller gebracht. Dieser Paketzusteller von DHL, Subunternehmen, der hat am Tag, ich glaube, über 4000 Stufen zu laufen, arbeitet von früh um 7 bis abends um 7 und verdient, wenn es gut kommt, 1500 Euro brutto, wenn er nicht so viele Pakete hat, 1000 Euro. So, und jetzt muss dieser Paketzusteller immer die Treppen hoch. Und solche Zusteller, die dürfen Waren bis 31,5 Kilogramm transportieren. Jetzt kommt die in der Berliner Mietskaserne an, ja, klingeln unten und da kommt jemand oben zur Tür heraus und sagt, können Sie mal mit anfassen. Und dieser Paketzusteller, der hat dann so einiges geschrieben, was ihm gesagt wird, wenn er mal drum bittet, dass ihm geholfen wird. Ja, dass da eben Leute sagen, die ein Fitnessgerät bestellt haben, oh, ich kann nicht, mein Rücken. Ja, und dass andere sogar sagen, ja, Sie kriegen doch Ihr Geld dafür, das ist Ihr Job, bringen Sie mir das bitte hier bis vor die Türe. Jesus hat sich das anders vorgestellt. Jesus hat sich das so vorgestellt, dass wir bereit sind, einander zu helfen. Er hat sich das so vorgestellt, dass wir versuchen, seinen Willen zu leben, dort, wo es drauf ankommt. Jesus ist der, der Helfer ist, als Helfer in diese Welt gekommen ist. Als nächstes steht hier, er ist ein Armer, ja, ein Gerechter und ein Helfer und er ist arm und reitet auf einem Esel. Und wenn wir den Christushymnus angucken in Philipper 2, da steht, Jesus entäußerte sich selbst. Das heißt, Jesus hat seine Ansprüche an das Leben aufgegeben für uns Menschen. Er ist arm um unseretwillen geworden. Jetzt mag mancher fragen, passt das denn zu einem König? Passt das denn wirklich zu einem König? Möchte ich diesen König in meinem Herzen haben? Ja, der so eine Armut vorgelebt hat. Da möchte ich uns sagen, Jesus hat auch ganz anderes gemacht. Er hat zum Beispiel Wasser zu Wein gemacht. Ja, er war auf diese Party eingeladen, hat Wasser zu Wein gemacht und er hat damit gezeigt, wenn ich wollte, ja, könnte ich. Ich könnte der reichste Mann dieses Landes sein mit allem Champagner, den es gibt, ja, wenn ich das so wollte. Aber Jesus hat sich anders entschieden im Auftrag Gottes. Er ist arm geworden um unseretwillen. Und wir müssen uns auch immer wieder überlegen, sagen wir, okay, Jesus, ich will einfach dir an dieser Stelle auch nachfolgen und will mein Herz nicht an die materiellen Dinge hängen, auch jetzt zu Weihnachten nicht, sondern ich will dir nachfolgen. Dir war deine Beziehung zum Vater am wichtigsten und alles andere hast du dem nachgeordnet. Bin ich bereit dazu, mit diesem König im Herzen zu leben? Und das Letzte, er kommt natürlich als König, die vierte Eigenschaft, als Mächtiger. Liebst du Jesus in seiner Eigenschaft als Mächtigen in dir? In Matthäus 2, Vers 2, da kennen wir die Frage aus der Weihnachtsgeschichte. Wo finden wir den neugeborenen König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um uns vor ihm niederzuwerfen. Bist du bereit, die Königsherrschaft Jesu Christi in deinem Herzen so zu akzeptieren und zu sagen, Jesus, ich bin bereit, mich dir unterzuordnen in meinem Leben. Ich bin bereit, mich vor dir niederzuwerfen. Wenn du ihn in diesen Eigenschaften lieben kannst, die er auf dieser Erde gelebt hat, gerechter, Helfer, arm, aber der mächtige König der Erden, dann sagt er über dich, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das ist dann die Verheißung, die für dich gilt. Siehe, dein König ist zu dir gekommen. Was haben wir nun davon? Das dürfen wir auch in unserem Text lesen. Unser Text wurde ja an dieses Volk Israel, an dieses kleine Volk Juda, was noch übrig war, muss man genauer sagen, praktisch gesprochen. Es war das Persische Reich, dann kam Alexander,
Und dieser Alexander, der wurde auch wieder abgelöst von seinen eigenen Feldherren. Die haben sich um die Herrschaften gestritten. Kurzum, es war ein großes, unübersichtliches Durcheinander, in das diese Botschaft hineingesprochen wurde: Siehe, dein König kommt zu dir. Und Sachaja sagt damit dem Volk, auch wenn gerade Chaos ist: Liebes Volk, du kannst ruhig bleiben. Auch wenn du nicht weißt, wem du morgen politisch gehörst, wenn du nicht weißt, wie dein Leben weitergeht, du kannst ruhig bleiben. Kennen wir das nicht auch? In unserem Leben werden wir von verschiedenen Menschen, Mächten und Umständen beherrscht. Und da gibt es manchmal eben Geschichten in unserem Leben, die dann ganz anders verlaufen, als wir uns das vorgestellt haben. Und unser Leben wird plötzlich unübersichtlich. Und für alle die, die in so einer unübersichtlichen Lebenssituation vielleicht gerade drin sind, für alle die kommt dieses überraschende und ungemein tröstende, nach vorne weisende: Siehe, dein König kommt zu dir. Lasst euch das zusprechen. Er gibt uns also, wenn wir ihn in unser Herz lassen, diese Sicherheit, die wir im Leben brauchen, auch wenn die Welt rings um uns tost. Und dann dürfen wir noch zum Schluss, fast zum Schluss lesen. Er sagt: Ich vernichte die Streitwagen, vernichte den Kriegsbogen, und er verkündet für die Völker den Frieden, und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer. Also, Jesus möchte uns den Frieden ins Herz geben, den wir brauchen. Wenn er bei uns wohnen darf, dann schenkt er uns den Frieden für unser Herzen. Und ich lade uns ein, dass wir jetzt gleich in der Anbetungszeit diesen König neu in unser Leben einlassen, um diese, und sagen: Okay, du bist der Herr über mein ringsrum in meinem Leben, aber du bist meine Sicherheit. Und dass wir ihm sagen: Du bist der, der meinem Herzen wirklich Frieden geben kann. Und wenn wir das so sagen, dann dürfen wir uns noch den letzten Vers zusprechen von unserem Predigtext, den ich uns noch sagen möchte. Da steht was von Edelstein. Da steht nämlich: Der Herr, ihr Gott, wird sie an jenem Tage retten. Er wird sein Volk retten, wie man Schafe rettet. Edelsteine glänzen auf seinem Land. Die Menschen, die diesen König in sich wohnen lassen, die jetzt beten und sagen: Gott, du sollst in mir wohnen, du sollst in mir Wohnung nehmen, die dürfen wissen, sie sind für Gott wie Edelsteine auf diesem Land, dieser Welt. Für Gott sind wir in einer dunklen Welt, als Christen, als Menschen, die ihn im Herzen haben, Edelsteine, die für ihn funkeln. Und wenn Sie heute Abend die vielen Lichter überall sehen, die da glänzen, können Sie vielleicht auch denken: Ich bin so ein Licht für Gott, wenn er auf diese Welt herabblickt, weil ich zu ihm gehören darf. Ich darf so ein Edelstein sein, der für ihn hier funkelt und an dem er sich freut, weil er in mir wohnen darf. Amen.